Und hier hat sich Herr Tuchel mit seinem Team in der Winterpause vorbereitet. Dubai, die größte Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Urlauber Eldorado, eine Stadt der Superlative, aber auch ein Ort der Widersprüche. In diesem Jahr hat es erstmals auch Borussia Dortmund an den Persischen Golf verschlagen. Trainingslager unter arabischer Sonne. Hier seien die Trainingsbedingungen einfach perfekt, sagen die Verantwortlichen des BVB. Auch wir sind vor Ort in Dubai und schauen uns um. Also die Mannschaft ist völlig begeistert. Die sagen unisono, das ist das Beste, was wir gehabt haben an der ganzen Strecke. Und das Einzige ist eben der Verkehr, im Feierabendverkehr, das ist ein bisschen problematisch. Aber das wiegt das ja, das Klima, die Sportanlagen, der Wellnessbereich, die Regenerationsmöglichkeiten, die Hotelmöglichkeiten, das ist absolut klasse. Und das hier ist die Sportanlage. Gekickt wird auf dem Nad al-Seba Trainingsplatz, wie viele Orte in Dubai eine Baustelle. Während der Übungseinheiten wird weitergebaut. Die Mannschaft stört das nicht. Nur besonders fanfreundlich ist es hier auch nicht. Nur 25 Anhänger dürfen zuschauen. Das hier ist Privatgelände. Viel mehr sind allerdings auch nicht nach Dubai mitgereist, erfahren wir. Denn für die Entscheidung, bei den Scheichs zu trainieren, gab es heftige Kritik. Vor unserer Abreise nach Dubai trafen wir Daniel Merten in Köln. Er gehört zur kritischen Fraktion im BVB-Lager. Also Borussia Dortmund steht für Weltoffenheit, für Toleranz, für die Gleichberechtigung der Menschen, insbesondere auch natürlich gegen Rechtsextremismus. Und jetzt fliegt man in ein Trainingslager oder in ein Land, wo die Menschenrechte überhaupt keine Rolle spielen, also wo Frauen keine Rechte haben, wo Homosexuelle keine Rechte haben, wo andere Religionen keine Rechte haben, was also genau diesen Werten Weltoffenheit, Toleranz komplett zuwiderläuft. Im luxuriösen Mannschaftshotel des BVB wird das Thema kleingeredet. Der Verein sagt, man habe sich mit der Kritik auseinandergesetzt. Diese finde man aber übertrieben. Die eigentlichen Probleme sind weit weg. Bei einer Presserunde mit dem BVB-Boss haken wir nach. Ja gut, im Zeichen der immer stärker werdenden sozialen Medien kriegst du ja heute für alles Kritik. Also ich garantiere, egal wo du hingehst, es gibt immer irgendjemanden, der daran Kritik übt. Besonders Human Rights Watch prangert seit Jahren die Menschenrechtssituation in Dubai an. In der Wohlfühloase des BVB kommt das allerdings nicht besonders an. Es kann doch keiner ernsthaft erwarten, dass wir keine Kontakte mehr mit Regimen pflegen, die in irgendeiner Weise unseren Wertvorstellungen nicht entsprechen. Da fangen wir ja schon in Europa an, dann schon schwer zu selektieren. Und so diese deutsche Art, dann allen anderen dann auch so den Oberlehrerfinger zu zeigen, ich finde, das sollten wir sowieso ein bisschen einschränken. Aber sich vielleicht positionieren? Es wäre eine Chance. Prunk, Luxus und Prestige. Werbefilme im Internet präsentieren Dubai als glamouröses Reiseziel. Doch diese Glitzerwelt basiert auch auf der Ausbeutung von Gastarbeitern aus Indien, Pakistan oder Nepal. Wir erfahren, dass ein Monatslohn von $150 oft verspätet oder manchmal auch gar nicht ausbezahlt wird. Vielen Arbeitern werden sogar die Pässe abgenommen. Kritik aber ist strafbar. Wir wollen mehr wissen. Über Human Rights Watch bekommen wir Kontakt zu einem der wenigen Menschenrechtsaktivisten in Dubai. Es ist nicht leicht, aber wir können einen geheimen Treffpunkt vereinbaren. Mit einer kleinen Kamera dürfen wir dann sogar filmen. Ahmed Mansour ist einer der wenigen, die nicht schweigen. Auch wenn ein Interview wie dieses für ihn lebensgefährlich ist. Unglücklicherweise hat sich die Situation der Menschenrechte in den Vereinigten Arabischen Emiraten sogar noch verschlimmert. Im Moment erleben wir die dunkelste Zeit in ihrer Geschichte. Manchmal reicht sogar schon ein kritischer Tweet, berichtet Ahmed Mansour uns. Detailliert erzählt er uns von Folter in den Gefängnissen. Auch er war schon mehrfach inhaftiert, wurde zweimal brutal zusammengeschlagen. Es gibt absolut keine Meinungsfreiheit. Und wer sich doch äußert, tut dies unter sehr großen Risiken. Wahrscheinlich fragen Sie sich, warum ich hier spreche. Ich spreche, weil ich schon seit langer Zeit so arbeite. Als Menschenrechtler muss ich das tun. Am Abend im Maktoum-Stadion in Dubai. Normalerweise spielt hier der lokale Verein Al-Shabaab. Heute sind Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt zu Gast. Im Schatten der Emirsfamilie zeigen die Dortmunder eine gute Leistung. Auch wir sind vor Ort und sehen einen klaren 4:0-Erfolg des BVB.
Die deutliche Kritik aus der Heimat wird auch hier im Stadion kontrovers diskutiert. Da werden Sachen gesagt, die einfach nicht so sind. Es wird mit Katar verglichen, mit Saudi verglichen. Dubai ist nicht so. Und auch wenn es so ist, es gibt andere Sachen, dann sollte man auch nicht in Deutschland leben. Das habe ich mich auch ganz einfach so geäußert. Weil die deutsche Regierung macht auch Geschäfte mit Saudi. Die Gesetze hier in Dubai sind mit denen in Katar und auch in Saudi-Arabien garantiert nicht zu vergleichen. Es ist wesentlich besser. Hier gibt es einen Sommerbreak. Da darf zwischen 12 und 3 Uhr gar nichts draußen gearbeitet werden. Einfach eben aus Fürsorge für die Leute hier. Unsere Wahrnehmung ist jedoch eine andere. Und die Kritik muss erlaubt sein. Es ist Zeit und eine Chance für den Fußball, dass sich die Profiklubs auch einer politischen Diskussion stellen und über das Spielfeld hinaus Verantwortung übernehmen. Darüber kann auch zum Abschluss das Mannschaftsfoto mit den Fans nicht hinwegtäuschen. Das nächste Trainingslager wird jedoch vermutlich nicht mehr in Dubai stattfinden.